Hallo, ich begrüße euch zu unserem zweiten Videoblog unseres Trainingslagers hier in Kranjska Gora in Slowenien. Wir sind in unserem Frühstücksraum und ich bin ziemlich alleine, was euch sagt, dass wir wieder einen freien Tag haben, wo die Jungs ausschlafen können. Das heißt, wir haben wieder drei harte Trainingstage hinter euch und davon gibt es zu berichten. Traditionsgemäß ist speziell beim zweiten Trainingsblock unser gesamter medizinischer Stab sehr gefragt. Das heißt, unser Doktor, Dr. Jun Park, der Frank, als unser etatmäßiger Physiotherapeut und Marco, der normalerweise unsere Jugendmannschaften mitbetreut und hier im Trainingslager als zweite Kraft Frank unterstützt. Zum einen müssen die Physiotherapeuten im Training jederzeit bereit sein, einsatzfähig und mit dem entsprechenden Equipment ausgestattet. Dann sind sie immer wieder gerne bereit, auch während des Trainings mal kleine Wehwehchen oder kleine Anfragen der Jungs zu beantworten und ihnen vielleicht hilfreich zur Seite zu stehen. Außerdem müssen sie schon während des Trainings sehr, sehr viel Eis vorbereiten, was die Spieler gerne nach dem Training dann auf ihre müden Knochen und Gelenke legen. Und natürlich gibt es einiges an Vorbereitung und Nachbereitung zu tun, wie das Tapen vor dem Training oder einfaches nochmal gründliches Ausdehnen von Spielern bzw. kleinere Behandlung. Wir können euch zum Glück berichten, dass wir noch keinen Trainingsausfall aufgrund einer schweren Verletzung haben. Der Einzige, der eine Trainingseinheit verpassen musste aufgrund eines blockierten Rückens, ist Hollis Price. Aber auch bei ihm sieht es gut aus, dass er nach diesem freien Tag und nochmal gründlicher Behandlung morgen wieder voll ins Training einsteigen kann. Im athletischen Bereich waren dieses Mal nur eine Laufeinheit geplant, dafür zwei Krafttrainingseinheiten. Und auch diese Krafttrainingseinheiten, genau wie das Laufprogramm, sind natürlich sehr gründlich von unserem Athletiktrainer Mihailo Sreka vorbereitet. Das heißt, auch hier arbeiten die Spieler alle nach individuellen Trainingsplänen. Zu Saisonbeginn oder jetzt in der Vorbereitungszeit ist natürlich noch einiges an Muskelaufbautraining gefragt und die Muskeln, die schon aufgebaut sind, werden natürlich auch gerne gestellt, beziehungsweise es werden natürlich auch darauf geachtet, Übungen einzubinden, die vielleicht der Verletzungsprophylaxe während einer langen Saison dienen können. Die Trainingseinheiten am Abend hatten in diesem Trainingsblock einen offensiven Schwerpunkt. Das heißt, wir haben unsere Angriffssysteme wiederholt, neu gelernt, geschult im 4 gegen 4 oder 5 gegen 5. Das hatte dann im Training oftmals schon richtigen Spiel- und Live-Charakter. Das macht den Spielern ja auch sehr viel Spaß. Und ja, ich glaube, wir hatten schon einige gute Aktionen. Man sieht, dass die Spieler bemüht sind, die Systeme so zu lesen, dass sie sich auch gegenseitig finden. Das heißt, das Passverhalten ist momentan sehr löblich. Und darauf gilt es aufzubauen und wir freuen uns natürlich weiter, diese Angriffssysteme weiterentwickeln zu können mit der Mannschaft. Ja, was gibt es noch zu erzählen? Vielleicht, dass die slowenische Nationalmannschaft hier Station gemacht hat für einige Tage und die immer angrenzend bei uns trainieren. Und es ist natürlich auch für den einen oder anderen Spieler ganz spannend ist, ja, vielleicht alte Bekannte oder alte Mitspieler aus der Karriere wieder zu treffen und ein bisschen zu quatschen. Ja, und ein Ausblick. Nun, heute ist ein freier Tag. Gott weiß, wann die Spieler hier auftauchen werden beim Frühstück oder ob überhaupt. Der erste Pflichttermin ist das Mittagessen um 1. Ich denke, da sollten dann auch alle spätestens aus ihren Betten gekrochen sein. Was sie erwartet, ist heute weiterhin gutes Wetter, was wir hier in Kranjska Gora haben, ähnlich wie in Deutschland, wie man es mitbekommt. Und ja, sie dürfen sich natürlich dann auch schon mal gedanklich darauf vorbereiten, dass morgen wieder ein dritter Trainingsblock startet mit defensivem Schwerpunkt, mit zwei Läufen. Also einiges an Arbeit und einiges an Energie ist von den Spielern gefragt. Ich freue mich, euch auch ein drittes Mal spätestens in 4 Tagen wiedersehen zu können.